Macht der Mensch den Hund gefährlich? Also, wenn man dem Internet so trauen darf, dann gibt es halt immer ganz viel diese Aussage und ganz viele Memes, dass kein Hund ist von Haus aus gefährlich. Nur der Mensch macht ihn gefährlich. Ist dem so? Ich würde mal ganz laut behaupten, nee. Es gibt bestimmt gewisse Rassen, die man verschärfen kann. Na, wo man die Triebe und Instinkte rausholen kann. Die gibt's. Ja, dann würde der Mensch den Hund mit Sicherheit auch gefährlicher machen. Kann man ja auch bei Einsatzhunden so machen. Der wird halt nur für Verhalten bestärkt, positiv bestärkt und über einen langen Zeitraum in dieser Position gestärkt. Aber ist das nur eine Sache des Menschen? Was ist denn mit Trieben und Instinkten? Sind die auch menschengemacht? Man könnte ja sagen, okay, der Mensch hat den Hund gezüchtet und dann hatte man halt auf gewisse Merkmale Wert gelegt und dann hat man die verkreuzt und Linienzucht gemacht, um die somit zu verstärken. Beim Pitbull ist das ja ganz extrem, wie eng da gezüchtet wird und über wie lange Zeiträume, weil sie halt unbedingt diese Gameness, diese Hundeaggression halten wollen. Und auch diesen Kampfgeist wieder anzugreifen. So. Ja, das hat man jetzt geschaffen, aber ja, was war denn vor dem Hund? Vor dem Hund war es ein Wolf. War der Wolf nicht gefährlich? Ist der Wolf? Wurde der Mensch? Hat der Mensch den Wolf gefährlich gemacht? Oder hat der Mensch ein gefährliches Tier genommen und hat es domestiziert? Dann könnte man ja sagen, der Mensch hat den Hund friedlich gemacht oder der Mensch hat überhaupt den Hund gemacht. Schwere Frage, aber es ist absolut Quatsch, dass nur der Mensch den Hund gefährlich und aggressiv macht. Ja, also ich will jetzt nicht auf Pitbulls rumreiten, aber ich verspreche euch, wir nehmen ein Grundstück, wir nehmen zwei Pitbulls, also vier, also zwei Mädchen und zwei Rüden. Und wir packen die da auf dieses Grundstück. Und wir geben denen nur Futter. Und wenn die erste Hündin läufig wird, sind zwei davon tot. Mindestens. Da hat kein Menschen Einfluss, da hat irgendjemand was damit zu tun gehabt. Also das ist absoluter Quatsch. Auch als wenn ich den Hunden alles angewöhnen könnte. Nimm doch mal einen Labrador und mach den aggressiv. Oder nimm einen Burbul und versuch dem Wasserjagd beizubringen. Was ist denn überhaupt Aggression? Ne? Also ich meine, in vielen Fällen wäre eine Aggression ja gewollt. Wenn man jetzt diese Schutzhunde nimmt, also Wachhunde, also Schützen, die sich dann durch körperlichen Einsatz durchgehen müssen. Wenn jemand aufs Grundstück kommt, müsste der Hund aggressiv reagieren. Sonst wäre es ja kein Schutzhund. Also auf jeden Fall bei Leuten, die unerwünscht sind oder sich falsch verhalten. Wenn der die dann beißt, wolltest du das nicht? Ist das nicht in die Rasse reingezüchtet worden? Sind Hunde nicht selektiert worden, damit die so reagieren? Ja, ja, oder bei Jagdhunden oder bei Kampfhunden, also jetzt nicht der komischen Liste, die wir da haben, sondern ja, schon wieder Pitbull, sorry, aber wenn Pitbull andere Hunde mag, ist das kein guter Pitbull, ne? Du bist ja kein Kampfhund. So, wie willst du einen Burbul zum Kampfhund machen? Glaubt ihr, Burbul könnte ein Kampfhund sein? Null. Der kann einmal kämpfen. Wenn er gewinnt, okay. Wenn er verliert, dann unterwirft er sich. Da hat er keinen Bock mehr zum Kämpfen. Wenn du langfristig mit dem Hund kämpfen wollen würdest,
dann bist du beim Bobo ganz beschissen dran. Und den kriegst du da auch nicht hin. Den kannst du auch dann so viel aggressiv machen, wie du willst. Wenn der mal richtig gekriegt hat, dann reicht's dem. Deswegen sind ja auch diese ganzen molossoiden Rassen überhaupt nicht tauglich zum Kämpfen. Weil die sind groß und einsatzkraftfähig und manche auch sehr hundeaggressiv. Aber wenn die kriegen und sich unterwerfen, dann bleiben die unterworfen. Das finde ich ja auch super, weil ich will ja Rudel halten. Ich will ja gar keinen Hund, der, auch wenn er verloren hat, wieder den Konflikt sucht. Das ist ja asoziales Verhalten. Aber glaubt nicht, dass ihr das steuern könnt. Oder nimm, oh ja, nur der Mensch, nimm doch mal... Ja, Labrador ist wieder gut. Bring doch mal Labrador Jagen bei. Also der Mensch macht doch den Hund aggressiv. Nimm diesen Hund und mach ihn so aggressiv, dass er jagen könnte. Oder einen Fuchsbau gehen können, wenn er reinpasst. Das ist alles Quatsch. Der Hund hat Instinkte. Oder jetzt nehmen wir mal einen, es gibt gewisse Rassen, die sind schützen Menschen, aber kein Grundstück. Und dann gibt's Hunde, die schützen Grundstück und Menschen. Jetzt nimm mal diesen Hund, der nur Trieb hat, den Mensch zu schützen, und bring ihm bei, das Grundstück zu bewachen. Das wird nichts. Ne? Ihr seid nicht Gott. Ihr könnt das mit Sicherheit steuern, aber die meisten Leute, die mir das auch erzählen, die können dem Hund nicht mal beibringen, an der Leine zu laufen. Und wollen sie mir erzählen, sie können die Instinkte steuern. Ja? Es gibt hochgradig gefährliche Hunderassen. Es gibt auch einfach Rassen, die wir wollen, dass die aggressiv sind. Unter bestimmten Umständen. Wie, da kommt jemand, bedroht mich, dann möchte ich doch, dass mein Hund mich schützt. Das ist Aggression. So, jetzt geht natürlich der schwachsinnige Mensch hin und denkt, der Hund interpretiert die Außenwelt genauso wie ich. Und das ist Quatsch mit rational. Der hat doch gar nichts gemacht. Wieso hat der nichts gemacht? Vielleicht hat er sich falsch verhalten oder er hat sich wie ein Aggressor verhalten. Und da muss der Hund instinktiv drauf reagieren. Und nein, der Mensch macht den Hund nicht aggressiv. Nochmal, man kann natürlich diese Triebe und Instinkte, die da drin sind, total hochfahren. Man kann immer positiv bestätigen, positiv bestätigen, positiv bestätigen. Bum, 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 ne? Da kann man mit Sicherheit was dran schrauben. Aber die Grundtendenz ist absolut genetisch und kann über längere Zeiträume bei einer Zuchtselektion und einer Linienzucht gesteuert werden. So sind ja auch überhaupt Hunderassen entstanden. Also lasst euch nicht vollquatschen. Es gibt aggressive Hunderassen und das ist ja auch gut so. Was wollt ihr Polizei mit einem Schäferhund, der nicht beißt? Was wollt ihr mit einem Bobo, der nicht auf euer Grundstück aufpasst? Und was willst du mit einem Jagdhund, der nicht jagt? Bringt nichts. Und ist auch gut so. Aber lasst euch einfach nicht zuquatschen und kauft euch irgendwelche Hunde und denkt, ihr könnt das steuern. Kauft einen Hund, der zu euch passt.